Liebe Leute, mal herzlich willkommen. Hallo. Ach so, ja. Was ist denn das? So ein neumodisches Ding namens Videokamera. Kannte man im 15. Jahrhundert noch nicht. Naja, egal. Den Wein. Ein Glöckchen und trinken, das soll uns aber vorbei sein. Ein
Das verstand man dann im Mittelalter unter Kaffeekränzchen. Oder auch Damenrunde. Gut Deutsch, das ist eine arme Sau. Wie soll das gehen? So? Mit dem Slalom. Ja. Der ist für drüben. Yeah.
dieses rote Tuch und stopfe es jetzt hier ins Ohr hinein. Warte mal noch ein bisschen. So, kannst du schon auf der anderen Seite sehen? Ja, jetzt. Ja, ja. Hast du? Warte, zieh was da durch. Ja, ja, zieh noch ein bisschen. Ja, zieh noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich hab's. Ja, ich bin durch. Hey, Jubel, er hat's geschafft, Jubel! Passiert. Ein Zauberer verratet normalerweise nie, was als nächstes kommt. Bei mir erfahrt ihr alles. Wie Luisa drauf gepostet hat, ist der Knoten weich geworden. Und wenn der weich wird, dann kann man was machen damit. Man kann den verschieben. Lass drauf sich jetzt aber noch einmal. Jetzt festhalten. Verschieben von hier nach hier. Wenn ich den Knoten von unten nach oben verschieben habe können, dann kann ich den auch wieder. Richtig, Luisa. Von oben nach unten verschieben. Und dort wird er dann ganz weich. Ganz klein und verschwindet. Und wir haben wieder ein Seil, jetzt aber, oder? Los geht's los. Los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gesehen? Kannst die Hände wieder runternehmen. Von hier nach hier. Jetzt weißt du, wie es funktioniert, Christina. Sag ja. Sag ja. Ja, wunderbar. Sag mir die Rechte bitte. Fest zumachen. Hochhalten. Fest. Hochhalten. Wenn ich jetzt nämlich einmal kurz schnipp und mit meinem Finger einmal da drüber gehe und du einmal kurz pustest, wird mein Ball ganz weich, ganz klein und verschwindet. Du hast einen Ball noch, Christina? Ja? Mach einmal die Hand auf. Ausgezeichnet! Einen Applaus für die Christina, bitte!
Spannen! Schuss! Das beantwortet die Frage, was trägt der Ritter unter seiner Rüstung? Nämlich das. Unterwäsche. Wir haben hier sogenannten Greaves oder Beinschienen. Kommen hier zu den sogenannten Dichlingen. Das Rüstwams oder der Gambeson ist wohl einer der wichtigsten Rüstungsteile durch das gesamte Mittelalter hindurch. Ritter muss sich immer gut bewegen können. Ein Kettenhemd oder eher ein Ringpanzer. Greifende Ringe. Und wiegt um die 13 Kilo. Ein ziemlich schweres Rüstungsstück. Das ist ein sogenannter Plattenrock. 1330 gehört sie dann fast schon zur Grundausstattung. Eines der wichtigsten Ausrüstungsteile im Mittelalter, der Helm. Ein guter Handschutz ist wichtig. Hier haben wir bereits eine frühe Form der Plattenhandschuhe. Dann hat er sein Schwert bereit. Der Kübelhelm bietet einen guten Gesichtsschutz. Schild mit dem Wappen unseres Ritters. Und hier haben wir die primäre Waffe des Ritters, die Lanze. Er reitet nämlich zu Pferd und mit der Lanze führt er seine Angriffe. Ob ich mit diesem Zahnstocher diesen Ritter ärgern kann? Da verbiege ich mir vorher meinen Zahnstocher, also lasse ich es lieber bleiben. Ferrum extanubia, zu Deutsch Eisen aus der Donau, zeigen uns hier Kampftechniken aus dem Mittelalter. Doch, eben, vielleicht den Tandor!
geht um. Entschuldigung, heißt das nicht Corona? Nein, nein, das ist was ganz was anderes. Vorsicht, die Pest geht um, auf die Seite. Wir haben den Pest, der Knappe hat diesmal gewonnen.
Danke, dass ihr da wart im Namen des Forum Antiquums. Tja, und somit verabschiedet sich euer kleiner Stadtstreicher vom Mittelaltertreiben. Hey, Hilfe! Kann mir hier irgendwer aus dieser Blechdose raushelfen?